Herzlich willkommen! Heute habe ich mir vorgenommen, zum ersten Mal solo auf dem Klavier den Song Picture Postcards from LA zu spielen von Joshua Caddison. Ich habe den Song schon ein paar Mal am Klavier gesungen. Da klingt der Song ungefähr so: I'm the piano player down in Eddie's Bar. Hast du vielleicht schon mal gehört, aber wenn du den Song eben ohne zu singen auf das Klavier bringen möchtest, dann ist das Ganze eine komplett andere Hausnummer. Du musst das ganze Klavier anders ausnutzen, mit deinen Möglichkeiten sparsam umgehen. Du kannst nicht sofort die kompletten Rhythmen verwenden, nicht sofort die komplette Klaviatur ausnutzen, sonst vergibst du dein ganzes Pulver für den Schluss. Und außerdem, wenn du eben nicht am Klavier singst, ist die große Herausforderung eben immer, dass du die Melodie auch noch irgendwie rein verwursten musst, und das machst du dann meistens irgendwie mit dem kleinen Finger und baust drunter noch irgendwie die Akkorde. Also, das wird eine ziemliche Herausforderung. Lass uns mal gemeinsam schauen, wie wir das machen können. Das Intro ist noch ganz bekannt. Das spielt sich irgendwo hier oben ab. Also das ist nicht das Problem, das liegt irgendwo bequem unter der Hand. Da habe ich in den Shorts von diesem Kanal hier auch ein cooles Tutorial für dich drin, wenn dich das interessiert. Aber es liegt einfach bequem unter der Hand, das funktioniert ebenso. Genau, und dann geht das ganze Ding eben runter und wir spielen hier unten weiter. Und jetzt kommt eben die Herausforderung dieses I'm the piano player. Also wir gehen jetzt eigentlich in ein anderes Thema über, sollten den Rhythmus irgendwie jetzt rüber transportieren. Und da befindet sich meiner Meinung schon der erste Stolperstein. Da werden wir mal kurz schauen, ob wir den vielleicht ein kleines bisschen entschärft bekommen. Denn sonst rassle ich irgendwie hier so rein. Also da kann ich die Melodie schon gar nicht mehr richtig erkennen. Deswegen lass uns mal schauen, ob wir das Ganze ein kleines bisschen transparenter gestalten können. Also nochmal, wir kommen hier oben so rein. Und ja, da ergibt sich jetzt spontan für mich, ich wollte eigentlich was anderes zeigen, aber ich denke, es eignet sich ganz gut, hier vielleicht tatsächlich aufzuhören, dass wir hier oben das Ganze liegen lassen, also so. Und dann können wir hier unten die Pause ausnutzen. Vielleicht kann man das ein kleines bisschen aus dem Takt rausklingen lassen, dass die Leute wissen, jetzt kommt was anderes. Und dann reduzieren wir hier einfach die Töne ein bisschen. Lass uns mal kurz schauen, wie das Ganze klingen würde. Ja, das reicht noch nicht ganz. Nehmen wir hier mal zwei Töne in die rechte Hand. Auch noch nicht. Da brauchen wir doch diese Töne hier mit dazu. Ja, da neige ich jetzt doch zu was ich normalerweise nicht so gerne mache, dass wir hier in der linken Hand die Akkorde reingreifen, aber lass uns mal ganz kurz probieren. Also so das hier. Eine zweite Variante wäre, dass wir das Ganze vielleicht doch auseinanderziehen und hier oben weiterspielen, so. Okay, auch noch nicht so hundertprozentig cool. Dritte Möglichkeit wäre, dass wir das Ganze vielleicht hier hochholen, also so, dann. Das könnte ich mir jetzt am ehesten noch vorstellen von den ganzen Sachen, denn dann haben wir auch noch ein kleines bisschen Steigerungspotenzial, später hier runter zu gehen, dann vielleicht später noch weiter runter zu gehen und dann vielleicht ganz am Ende, ich weiß nicht, ob wir es brauchen bei diesem Song, er ist jetzt nicht so riesig laut, aber vielleicht in dieser Bridge könnte man theoretisch noch hier runter gehen und hätte dann noch ein bisschen Potenzial. Also reinkommen nochmal, tun wir so. Also ich kürze das mal ganz kurz ab. Und dann, ja, wenn wir da eine kleine Pause gehabt haben, vielleicht kann man auch absetzen, Pedal kurz weg und dann. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier oben die Melodie sehr abgegrenzt spielen, also die wesentlich lauter spielen als den Rest. Ist nicht immer so einfach. Down in Eddie's Bar. And Rachel, she's the waitress. Und
dann könnte man theoretisch, wenn man das möchte, wenn man da vielleicht einen kleinen anderen Akzent spielen möchte, kann man das so spielen. Ja, da würde nämlich jetzt theoretisch noch dieses Intro mit dazukommen, so dieses. Und das ist eben die Schwachstelle bei allen diesen Songs, die auf dem Klavier geschrieben wurden, wo dann auch jemand mitsingt und man begleitet das Ganze am Klavier. Aber die haben halt eben ganz oft so ein Klavierintro, so ein Klavierzwischenspiel. Das ist genau das gleiche wie bei Imagine von John Lennon. Wenn du eben alles auf dem Klavier dann spielst, dann musst du sowohl die Klavierbegleitung als auch die Melodie, als auch das Intro und das ganze Zeug und die Zwischenmelodien, musst du alles auf demselben Instrument spielen und das wird dann eben intransparent. Und da würde ich eben immer vorschlagen, da ein kleines bisschen was rauszustreichen, auch wenn es dann eben nicht mehr ganz original ist. Aber ansonsten finde ich, denken die Leute auch zu Recht, dass der Song auf dem Klavier nicht so gut klingt, wie wenn man es dazu singen würde. Also ich würde tatsächlich dieses Zwischenspiel weglassen, dieses She swears she's gonna make it big someday. Send me picture postcards from LA. Und dann, genau, können wir hier zum Refrain übergehen, würde ich hier wieder ein kleines bisschen hochkommen. Das, denke ich, bietet sich ganz gut an. Ja, wenn wir es jetzt hier gut absetzen, dann können wir theoretisch auch dieses Intro, dieses Zwischenspiel wieder hier reinmachen, denn ich denke, die Leute wollen das ja hören. Das gehört ja zum Song genauso wie die Melodie und ich denke auch, dass sich das ganz gut da einfügt. So. Send me picture postcards from LA. Und dann haben wir, denke ich, keine andere Wahl, als hier unten zu bleiben. Jetzt geht's in die zweite Strophe. Wenn wir da jetzt Dampf rausnehmen, dann, meine ich, fällt die ganze Spannung in sich zusammen. Die Leute, die wollen ja auch mal ein bisschen, dass der Song losgeht so richtig. Und das machen wir jetzt halt. Dann geben wir ihnen das, worauf sie warten. Ja, ich versuche hier ein kleines bisschen in der rechten Hand das anzutäuschen, was die Klavierbegleitung sonst machen würde, so dieses. Ja, wenn du eine große Hand hast, kannst du das machen, aber ansonsten ist es auch nicht so wichtig. Wichtiger wäre mir an dieser Stelle tatsächlich, dass du die Klavierbegleitung von der Melodie, so gut es geht, irgendwie abtrennst. Und dann würde ich eben ganz regulär hier weiterspielen. She swears she's gonna make it big someday. Send a picture postcards from LA. Jetzt könnte man theoretisch hier ein paar Töne mit dazu nehmen, also hier zum Beispiel solche Oktaven mit einer Terz drin. Also vorher war es dieses hier. Also jetzt könnte man hier eben die Oktave hier mitnehmen und die Sechste mit dabei lassen. Man muss es natürlich nicht stringent die ganze Zeit machen, aber wenn man eben das Gefühl hat, dass es passen würde. Eine andere Möglichkeit wäre, falls du eher so auf diese Arpeggios in der linken Hand stehst und eben nicht hier so mit Rhythmus arbeitest, könntest du theoretisch auch die Melodie hier oben spielen so und in der linken Hand ein Arpeggio spielen, also sowas hier. Und dann vielleicht später hier runter. Dann käme jetzt diese Bridge dazwischen. Also ich weiß nicht, ob wir da lautstärkemäßig raus können. Also dieses stands up in the middle of the bar
And does a scene from her late night show. Also so dieses. Also da würde ich nochmal rausknallen und dann in diesem Zwischenspiel später zurückgehen. Next week. Vielleicht kann man den liegen lassen und dann spielen. I'm gonna go. Ja, vielleicht könnte man da auch musikalisch noch ein bisschen was draus machen. So, next week. Lässt dann hier liegen und spielt dann hier oben weiter. I'm gonna go. Und dann könnte man theoretisch ja ein bisschen Tapetenwechsel machen und spielt dann hier den, ja, die letzte Strophe nochmal hier oben. Dann schließt sich aber der ganze Kreis ein kleines bisschen zu dem, was wir am Anfang gespielt haben. Da haben wir auch hier oben angefangen. Hier, den brauchen wir natürlich noch. Ja, dann können wir hier nochmal in die Vollen gehen und haben da eine entsprechende Steigerung drin. Aber ich denke, wenn wir das nicht machen würden und würden da quasi nach dieser Bridge in der vollen Lautstärke bleiben, dann hätten wir tatsächlich Schwierigkeiten zum Schluss nochmal einen draufzusetzen. Falls sich dieses intuitive Klavierspielen genauer interessiert, dann kannst du gerne mal hier bei uns bei Piano University vorbeischauen. Da zeige ich dir das Ganze von der Pike ab. Lass mir gerne mal einen Kommentar da, wie dir dieses Video hier gefallen hat. Und falls du meinen Kanal abonniert hast, dann sehen wir uns garantiert im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich und bis dann.